Assistin D. Mein Name ist Stefan Weichinger, wie da oben klein steht und auf der zweiten Seite dann größer. Kurz zu meiner Person, kleine Übersicht. Ich bin seit über 20 Jahren mit Linux professionell tätig, in allen Variationen. Mittlerweile selbstständig seit vielen Jahren und betreue Firmen und kleinere Unternehmen mit ihren Servern und Netzwerken und sonst was. Ein bisschen Open-Source-Tätigkeit darf auch nicht fehlen. Dazu gehören gewisse Arbeiten an Projekten wie Dokumentationübersetzungen, Artikel, Buchartikel und so weiter. Das ganz unten, das ist eher wieder nicht mehr so aktuell. Agento-Developer zu werden, ist ein bisschen mühsam. Und ob man es wirklich sein will, stelle ich mir auch mehr und mehr die Frage. Also, früher habe ich es cooler gefunden. Jetzt habe ich ganz gern Freizeit. Okay, aber zurück zu Systemd. Wer verwendet schon? Überraschung. Warum? Weil es eigentlich mittlerweile, sage ich mal, Standard ist so ein großes Wort, aber mittlerweile ist es eigentlich fast unumgänglich, es zu verwenden, weil alle großen Distributionen mittlerweile es verwenden. Das kann sich wieder ändern, also es muss jetzt ja auch keiner Angst haben, dass das jetzt für immer und ewig da bleibt, aber es ist jetzt einmal weitestgehend die Einigung da, dass man sagt, das ist das momentan beste Init-System, mit dem ich ein Linux-System betreiben kann, mit natürlich Vor- und Nachteilen und mit vielen Komponenten, über die wir jetzt in dieser Stunde ein bisschen sprechen wollen. Für mich gilt da irgendwie der Überbegriff oder so der Gedanke, man möge sich daran gewöhnen. Ja. Ob man es jetzt mag oder nicht, ob man jetzt gewisse Dinge kritisiert oder nicht, das ist alles legitim. Das ist Open Source, das ist Software, die kann man, wenn man will, ändern, die kann man, wenn man will, löschen, die kann man forken. Man hat Freiheiten. Ja. Es ist nicht so, dass das jetzt wirklich irgendwie oktroyiert wird, aber es ist halt jetzt die Lösung, die jetzt einmal auf breiter Ebene eingesetzt wird. Und ein großer Kritikpunkt daran war und ist immer noch von manchen Menschen, dass man jetzt sagt, es verletzt eines der Grundprinzipien von einem Unix-Betriebssystem, dass man für jede Aufgabe ein einzelnes Tool verwendet und ja nichts Monolithisches, ja nicht dieses große, schwarze, bedrohliche Ding, vor dem sich dann alle irgendwie fürchten und wundern. Natürlich versucht Systemd sehr viele Funktionen in einen Guss, in ein Projekt mit einzugliedern, aber mit guten Argumenten. Ja. Gewisse Dinge machen Sinn, dass sie miteinander sprechen, miteinander arbeiten, aber sie sind sehr wohl modular. Und das sieht man, es ist nämlich nicht so ein großes schwarzes Ding, sondern eher zig einzelne Teile und Komponenten, die ich auch wahlweise, nicht alle kann ich optional wegschalten, aber manche davon kann ich entscheiden, verwende ich sie oder verwende ich sie nicht auf meinem System. Diese Freiheit habe ich sehr wohl. Das ist im Übrigen nicht ganz reine Lehre. Systemd, dieser Telefony-Teil da, dieses Bild ist vom Wikipedia-Eintrag, das kommt von einem Telefonanbieter, wie der Systemd einsetzt. Und das sind eigene zusätzliche Module. Also Systemd kann noch nicht telefonieren. Das kommt vielleicht noch, aber bislang nicht. Warum hat man das überhaupt irgendwie begonnen? Also was war eigentlich der Grund, dass man weggeht vom klassischen SystemV Init? SystemV Init, das wissen darin wahrscheinlich die Leute besser als ich auswendig, wie alt das schon ist. Ich glaube, da reden wir von den 80er Jahren oder so, wenn nicht sogar früher. Jetzt haben wir 2016, wir alle haben mobile Geräte, wir haben, kurz gesagt, die ganze IT ist viel dynamischer geworden. Ja. Früher war es so, man hat eine Kiste hingestellt, man hat das gestartet, das war im RAN Level 3 und dann war es das für 8 Jahre. Zack, ja. Und Festplattensysteme tauschen war ein Prozess von Monaten und Planung und bla bla bla. Da hat niemand irgendwie USB-Sticks angesteckt, da hat keiner Bluetooth-Kopfhörer dran gesteckt, da hat keiner was auch immer hin und her gestöpselt. Die heutigen Systeme sind viel dynamischer und gerade im Desktop-Bereich ist es, kennt jeder von seinem Laptop, man hat zig Devices, die damit verbunden sind, ich wechsle mit diesem laufenden System von einem WLAN in das nächste, ich stecke Ethernet an, ich stecke Ethernet ab, kurz,
ein System muss heute viel dynamischer reagieren können oder sollte es, damit gewisse Services, Geräte, Dienste, was auch immer ich brauche, zum richtigen Zeitpunkt laufen, wenn ich sie brauche. Und das ist mit System V Init nicht mehr ganz so ideal zu lösen. Und System D hat jetzt diesen Ansatz gehabt, einmal drauf zu schauen, was brauche ich in einem modernen Linux-System, damit ich es verwenden kann. Was will ich überhaupt? Was ist Standard? Ja? Und das sind gewisse Dinge, die heutzutage als Standard angesehen werden, die früher quasi optional waren. Stichwort Netzwerk. Ein Linux-System ohne Netzwerk-Connectivity ist natürlich möglich, kein Problem, aber im Alltag ein nicht vernetztes Gerät ist heutzutage eher selten, sage ich einmal. Das heißt, Netzwerk-Konnektivität will ich vielleicht immer haben oder leicht mit Bordmitteln erreichen können. Ich will immer eine korrekte Zeit haben. Da will ich vielleicht nicht wieder extra einen Daemon betreiben, der jetzt mir die Zeit einstellt. Ja. Kann ich haben, aber vielleicht will ich es einfach haben, dass es funktioniert. Dann ist es schön, wenn mir mein Init-System das schon mitbringt. Das heißt, man hat das etwas breiter gedacht und nicht mehr nur ein System zu bauen, das jetzt Dienste startet, sondern eher in die Richtung geht, dass ich sage, alle Basisanforderungen eines modernen Betriebssystems, wo ich dann Applikationen drauf laufen lassen will, möchte ich vielleicht in einem, der Lennart Pöttering, der Hauptentwickler, nennt es immer die Klebe zwischen Kernel und den Applikationen. Also sozusagen so eine Zwischenschicht von, stellt sich vor, Schlagobers oder weiß ich nicht, Schokocreme, wo ich dann oben die Smarties drauflege. Und das dazwischen soll mein Layer sein, in dem ich Dienste starten, stoppen kann, Dinge festlegen kann und wo schon sehr vieles erledigt wird für mich. Und wie macht man das? Allein über das kann man natürlich Tage sprechen. Im Prinzip gibt es ein paar so grobe Designentscheidungen, die eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt, und das ist auch natürlich in dieser ganzen großen Diskussion, war das ein Kritikpunkt. Die Debian-Leute haben gesagt, das gibt es ja nicht für BSD, das können wir für unser BSD-Derivat nicht verwenden, das ist böse. Ja, das stimmt, System D sagt explizit, wir sind ein Init-System für Linux-Systeme. Warum? Weil System D sehr exzessiv oder extensiv Features nutzt von einem modernen Linux-Kernel. Features, die ich woanders in der Form nicht so habe. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel dieses Konstrukt der sogenannten Control Groups oder kurz C-Groups. Kennt das jemand? Wahrscheinlich, kennen es alle. Ja. Soll ich es erklären oder nicht? Grober Gerichs. Im Prinzip geht es darum, klassisches Beispiel bei dem Ganzen ist immer, wenn ich habe einen Apache-Server. Ich starte diesen Apache-Dienst und der macht dann je nach Konfiguration 27 Kind-Prozesse mit Norm-Kind-Prozess und tralala. Und dann läuft das alles so vor sich hin und dann sage ich, jetzt will ich Apache stoppen. System V Init weiß, okay, die Process-ID von meinem Apache-Daemon ganz oben, die ist 4711, den stoppe ich jetzt. Aber System V Init weiß nicht, welche anderen Prozesse jetzt in Folge wirklich da dazugehört haben. Das kann funktionieren, dass es die stoppt, die können vielleicht in Abhängigkeit sterben sozusagen, wenn ich den oben kille. Aber kurz gesagt, ich hatte mit System V Init nicht die Möglichkeit, verlässlich festzustellen, zu welcher Gruppe, drum eben Gruppe, von Prozessen dieser eine Prozess gehört. Und wenn ich jetzt sage, ich will alle von dieser Gruppe killen oder reloaden oder was auch immer, das war mir mit System V Init nicht möglich. Das heißt, es hat einen Server gegeben, wo irgendwelche Zombies ewig herumgelaufen sind, Ressourcen verbraucht haben oder sonst was. Control Groups erlauben mir jetzt, das ist eben ein Konstrukt, das der Linux-Kernel mitbringt, ich kann Prozesse in Gruppen fassen und sagen, alles, was jetzt von diesem einen Apache ausgeht, gehört jetzt zu meiner Control Group so und so. Ich kriege einen schönen Baum, gibt es auch im System D dann ein Tool, wie ich meine ganzen Control Groups mir ansehen kann. Und diese Control Groups kann ich einerseits gezielt starten, stoppen, aber viel interessanter, ich kann diese Control Groups
mit Ressourcen sozusagen ausstatten. Ich kann sagen, diese Control Group darf nie mehr als 20% meiner CPU belegen, auch wenn es der CPU sonst fad ist. Diese Control Group darf, keine Ahnung, da gibt es mittlerweile zig Dinge, die ich da tun kann. Ich kann diese Control Group in ein gewisses Temp-Verzeichnis verbannen. Es darf dort nicht nirgends anders hinschreiben. Ich kann mittlerweile in Systemd sagen, dieser Prozess darf nur diese und jene Netzwerkschnittstelle verwenden oder keine und so weiter. Kurz gesagt, Control Groups machen es mir möglich, schön zu paketieren und zu blocken, was laufen auf diesem System für Dienste und für Geräte und sonst was. War das ungefähr klar? Okay. Deklarativ. Früher hat man ja, wenn man Init-Scripts geschrieben hat, war das immer so ein Bash-Skript, ein Kilometer-Bash-Skript mit Ifs und Thens und Error-Codes und sonst was. Ja. Und es war oft sehr schwierig, so etwas zu debuggen oder auch nur zu verstehen, wenn ich da jetzt eingreifen will in das System. Ich springe da jetzt vielleicht einmal zwei, drei Folien vor, weil dann kann man das nämlich sehen, wovon ich spreche. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel Text, aber an dem kann man so ziemlich alles erklären. Systemd geht jetzt her und definiert sogenannte Units. Ein Unit kann sein ein Dienst, ein Unit kann sein ein Socket, auf dem ich auf etwas höre. Ein Unit kann sein ein Mount Point, also irgendein Filesystem, das ich irgendwo hinmounte. Ein Unit kann sein ein Timer, also ich kann Cron-Jobs auch vom Systemd erledigen lassen, wenn ich das will. Wenn ich gerne Cron verwende, verwende ich Cron, kein Problem. Und diese Units sind voneinander in Abhängigkeiten oder können zueinander in Abhängigkeiten stehen. Ein Unit-Typ ist auch das sogenannte Target. Und das Target ist wichtig, das entspricht den früheren Run-Levels. Run-Levels hat es, glaube ich, per Definition 7 gegeben, verwendet hat man aber, glaube ich, in der Praxis 4. Davon war eins, glaube ich, ausschalten. Ein Target ist im Prinzip, wo ich definiere, wenn ich Multi-User-Target habe, dann soll sein grafische Oberfläche gestartet, ich will Network-Connectivity, es sollen alle Festplatten vorhanden sein, es soll vielleicht auf dem Desktop Audio laufen. Ich definiere, das ist mein Ziel wie Run Level 5, nur heißt es halt jetzt Multi-User-Target. Und mit dieser Option Want and Buy sage ich jetzt, dieses ganze Unit soll gestartet sein, wenn Multi-User-Target gefahren wird. Ganz oben wird beschrieben, wie heißt mein Unit, Description, das ist für mich menschenlesbar, dass ich, wenn das gestartet wird, sehe, aha, Secure Shell Server. Da kann ich hinschreiben, was ich will, das ist nur für mich ein Label. Und dann mit dem After definiere ich jetzt eine Abhängigkeit, in der diese Unit zu anderen Units steht. Und die lautet halt jetzt, nachdem das Network-Target erreicht ist, also nachdem Netzwerkverbindung oder Network-Connectivity vorhanden ist, danach wird erst SSH-Daemon gestartet. Nicht davor, sondern ich will, dass das danach läuft. Es gibt dann härtere Abhängigkeiten, Requires. Es muss Netzwerk da sein, damit SSH-Daemon gestartet wird. Hier drinnen, das ersetzt man jetzt dieses ganze frühere etc initd sowieso Skript mit diesem ganzen Start-Stop-Getue. Das reicht aus und es würde weniger ausreichen. Das ist jetzt ein aktuelles Beispiel vom Debian 8.3. Das ist etwas ausführlicher als ein minimales Unit-File sein könnte. Ich habe es jetzt nur genommen, weil SSH-Daemon kennt jeder, der Linux verwendet. Und da sind jetzt eben etliche Dinge mehr schon definiert, die man schön gleich mal erklären kann. Hier zum Beispiel wird dann definiert, was wird jetzt aktuell wirklich gestartet und gestoppt und mit welchen Optionen, wenn ich jetzt auf dieses Unit-File sage, starte oder stoppe. Hier wird dann definiert, das macht dann im Prinzip der Maintainer der Distribution, der weiß dann, bei uns liegt dieses Binary in dem Pfad, bei uns in Debian gibt es ein etc-default-ssh, wie wir diese und jene Variablen definieren, das ist dokumentiert.
Und der definiert das für mich und ich brauche das eigentlich, im Normalfall sehe ich das gar nicht, aber da ist das für mich definiert und ich kann von außen nur mehr draufgreifen und sagen, System Control, Start, SSH, Enter und das läuft. Und wenn ich sage System Control, Stopp, SSH, stoppt, fertig. Und das alles, was da drinnen ist, ist für mich wegabstrahiert und trotzdem in einer leicht lesbaren, beschreibenden Form hier zusammengefasst. Vielleicht gehen wir jetzt noch nicht auf alle Optionen ein, das ist jetzt, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Hier sieht man noch andere Beispiele für Abhängigkeiten, die definiert sein können. Ja. Wir haben schon gehabt dieses After und dieses Want. Dann gibt es natürlich im Gegenzug dieses Before. Dieser Dienst soll gestartet werden, bevor der andere gestartet wird. Dann gibt es Konflikte, zum Beispiel Apache und Nginx im Normalfall konflikten miteinander, weil sie sonst sich um ein Board streiten. Werde ich im Normalfall nicht haben wollen, also wird das per Default konfliktet eingestellt sein. Und so, da gibt es dann noch zig andere mehr, kann ich, wenn ich will, definieren, welches Service nach welchem passiert. Aber ich muss das nicht von vorne bis hinten für alle meine Dienste oder Units durchdefinieren. Man erinnert sich, im System V Init, da gab es diese Notation etc rc3.d und dann hat man links gesetzt, die haben dann gelautet s01 irgendwas.shell s02 und damit habe ich hart vorgegeben die Reihenfolge, in der diese Skripts dann abgearbeitet werden. Und wenn dann irgendwas Neues dazugekommen ist, dann habe ich als Administrator wieder überlegen müssen, muss ich das jetzt umsortieren, dann hat man sich immer 5 Ziffern Platz gelassen und man musste das selber durchdefinieren. Und das wird aber mühsam oder auch fehlerträchtig. Und bei System D ist das anders, da sage ich ihm jetzt nur mehr, das soll vor dem sein, jenes soll nach dem, das soll konflikten. Das wünsche ich mir von dem System und ich überlasse es jetzt dem System D, das auszurechnen, wie er jetzt zu diesem Multi-User-Target zum Beispiel hinkommt. Und dass das nicht so trivial ist und dass ich persönlich das gut finde, wenn das ein Computer macht, soll dieses Bild zeigen. Man sieht vielleicht ganz klein die Units, ja. Das sind diese Kugeln. Spielt jetzt keine Rolle, was da jetzt genau passiert. Das ist kein Cluster von 10 Servern oder so. Das ist ein Laptop, wie er bootet. Da kommen vor die ganzen Devices in dem Gerät, da kommen vor die ganzen Dienste, die gestartet werden. Alles Mögliche. Und diese ganzen Dependencies aufzulösen und daraus jetzt einen Baum zu bauen oder eine Abfolge zu generieren, wie jetzt was gestartet wird, das übernimmt System D für mich. Und das tut es mittlerweile auch sehr gut. Ja, also es ist mittlerweile eine sehr stabile Sache. Gibt es bis an diese Stelle jetzt schon einmal irgendwelche Fragen? Ja, und zwar passiert das neben der sequenziell oder arbeitet er schon parallel? Parallelisierung ist ganz wesentlich. Kommen wir dann beim nächsten Bild dazu. Gute Frage. Ja? Diese Abhängigkeiten, werden die beim Erstellen oder beim Mitteilen von dem Skript überprüft oder passiert das zur Laufzeit? Zur Laufzeit. Da gibt es ja Deadlock-Situationen, wo zwei voneinander requiren und dann geht es natürlich. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Dinge fehlen. Ja. Aber im Prinzip wird es gemacht, beim Booten wird jetzt das geschaut, was ist da, was ist alles vorhanden und dann wird das abgearbeitet. Und wenn es wo fehlt, dann fehlt es und wenn es so fehlt, dass es nicht weitergeht, dann geht es nicht weiter. Also das heißt, ich muss booten, um zu schauen, ob das jetzt hinhaut, was ich da selber manuell gemacht habe. Er checkt schon beim Level des Services. Okay. Wenn du sagst, der soll ins One-Level booten und das ist Teil der Process, ist Teil des One-Levels, dann checkt er schon einmal den Tree, ob es irgendwelche Blocking-Bugs gibt. Aber ja, er macht es dynamisch auch zur Laufzeit, muss er auch. Muss er, ja. Weil jedes UDEV Device ein eigenes Target ist im Grunde. Okay. Ein eigenes Unit. Ja. Werden da auf Cycle gegeben? Es wird auf Cycle geprüft, ja, okay. Ganz klar. Und es wird eben auch geschaut, dass man eben Parallelisierung erreicht, weil das ist ein wesentliches Designziel. Ich will haben, dass auf einem modernen System mit, weiß ich nicht, 4 oder 8 Kernen oder mehr, je nachdem, wozu soll jetzt
sollen jetzt 10 Services warten darauf, dass irgendeine Festplatte anläuft oder so. Ja? Wenn es eine Platte ist, die ich vielleicht nicht gerade schon brauche für irgendetwas. Ich habe ja Plattensysteme drinnen, die sind jetzt wie das Root-File-System, die brauche ich zum Booten. Und andere, wo meine Kopfzentüler oben sind, die brauche ich vielleicht erst in einer Stunde. Ja? Warum soll ich jetzt auf diese Platte? Du kurz abziehen. Ja, ja. Mich stört es nicht. Ah, dann habe ich noch kurz eine Frage. Ja, bitte. Ich habe gerade gesehen, dass die Init-Dateien in lib-systemd liegen. Oder liegen die in etc? Wo sind die eigentlich? Gute Frage. Ich habe eine Folie. Ich habe eine Folie. Da muss ich fürs Backup ja wissen. Ah, alles klar. Sie liegen in beiden Orten, an beiden Orten. Und zwar deswegen, weil das will ich auch erreichen oder will System D erreichen. Es soll möglich sein, dass einerseits von meiner Distribution Updates von solchen Unit-Files kommen, die ich als Administrator 1:1 verwenden kann, aber ich soll ja auch die Möglichkeit haben, Veränderungen anzubringen. Irgendein Tuning, da unten haben wir so ein Beispiel. Ich will jetzt auf diesem Server aber noch explizit das und das setzen. Und das soll und darf ich nicht, also dürfen als Root durch alles dürfen, ne? Aber sollen diese Änderungen sollen lokal gehen in etc-systemd-system und userlib-systemd sind die Files, die von der Distribution kommen. Die greife ich nicht an. Und wenn ich die ändern will, dann kann ich sie nehmen, kopieren nach etc-systemd-system, editieren oder mit sogenannten Drop-ins, das ist hier dieses Konstrukt, unter Verzeichnis mit dem Servicenamen .d noch eine Conf-Datei und kann ich dann einzelne Snippets, so wie hier, noch verstellen. Das heißt, die werden dann kombiniert? Ja. Und das, was ich da drinnen habe, das overridet mir das, was da oben steht. Ja. Und damit habe ich die Möglichkeit, Updates zu fahren, ohne dass da irgendwelche Konflikte entstehen und andererseits aber gezielt Änderungen hier zu setzen. Und das natürlich im Idealfall, T-Shirt, Konfigurationsmanagement, diese Dinge spiele ich vielleicht über meine Konfigurationsmanagement-Tools aus und habe dann gezielt die Möglichkeit, dort und da einzugreifen. Was wird gesucht? Teil von dem Aufnahmeding, aber ja, machen wir es weiter. Okay. Frage beantwortet? Ja, sehr gut. Super. Weil das habe ich mich nämlich gefragt, wo fummel ich rum, ohne dass ich was richtig kaputt mache. Ja. Richtig. Genau dafür ist es gedacht. Ja. Sind das alle Stellen, wo die Dateien liegen können, oder gibt es zum Beispiel userspezifische Dateien auch noch? Gibt es auch noch. Also es ist ziemlich granular konfigurierbar. Ich kann userspezifische Dinge noch im User unter Verzeichnis setzen. Ich kann sogar solche Dinge, wenn ich ganz wild drauf bin, über Kernel-Optionen schon mitgeben und so. Das kann ich, das heißt, im Gegensatz zu System 5 Init, kann ich damit als User, ohne dass ich Root-Rechte habe, sagen, wenn mein Benutzer eingeloggt ist, ist das gestartet, der Dienst. Ja. Zwei Varianten, du kannst technisches User gehen. Es gibt ein User-Target im System, System 4, und du kannst dann selber noch reine starten. Ja, genau. Man kann auch User eigene Targets definieren. Ja. Okay, super. Das wird auch im Prinzip schon so gelöst. Also wenn jetzt ein User sich anmeldet, werden zig Dinge erst dann gestartet, die keiner sonst braucht, wenn kein User angemeldet ist. Pulse Audio. Das definiert ja der Root. Ja. Worum es mir geht, sind Use Cases, gibt's auch, der Benutzer ohne Admin-Passwort sich selbst für sich, für seine Session, was als Daemon starten kann. Ja, kann er. Ich habe jetzt aber einen Eindruck, in jedes Mal eine System-D-Session pro User ja auch nochmal. Nicht eine ganze Session, ist jetzt eine Definitionsfrage. Halt so einen eigenen ganzen Kontrollgroup bauen für diese User-Session, da gibt es einen System-D-Login-Daemon, der dann diese Logins wieder überwacht und dieses Multisitting und alles, das wird dann ziemlich wild. Und das schaut dann so aus, grob. Da sieht man jetzt, da geht es jetzt nicht um einzelne Units, da geht es mir darum, jetzt zu sehen, wie diese Parallelisierung funktioniert oder dass die eben massiv vorhanden ist. Da sieht man ganz oben so ein paar so lange Striche, da wartet er, keine Ahnung, auf irgendein BIOS, auf irgendeine Initialisierung, dann kommt das nächste und dann, wenn diese Bedingung gegeben ist, dann können schon einmal 20 Dinge gleichzeitig starten.
Und dann wird irgendwo das nächste Target erreicht, von dem die nächsten Tick-Units abhängen und dann rennen wieder Tick parallel weg. Und diese roten Stiche, die etwas dunkler sind, sieht man, wie lange hat das jetzt gedauert, dieses Service zu starten, bis das wirklich gestartet war. Da gibt es eines, das ist ziemlich lang. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, alle anderen dahinter hätten jetzt auf das warten müssen, würde sich das alles aufsummieren und ich boote, weiß ich nicht, 70 Sekunden oder so. Kann man machen, ja. Aber heutzutage, so eine Kiste mit System-D bootet in 3-4 Sekunden. Je nach Hardware, je nachdem, wie das BIOS ist meistens das langsamste. Aber das ist möglich, weil die Parallelisierung ist erlaubt, weil die Kisten sehr schnell sind. Warum nicht? Und im Übrigen ist es jetzt nicht so, dass jetzt das System-D-Projekt sagt, ah, wir wollen die schnellsten sein und das ist so cool. Das ist ein Nebeneffekt des Designs. Darauf wird jetzt nicht primär Wert gelegt, dass es möglichst schnell bootet. Das ist ein Nebeneffekt. Und die Server-Admins, zu denen ich auch gehöre, haben halt vielfach gesagt, also ich habe es nicht gesagt, es ist ja einer wurscht, wie lange der Server bootet, weil sie booten ja sowieso nie. Und das eine Mal in 3 Jahren, das kann ja einmal 5 Minuten dauern oder so. Das stimmt zum Teil. Umgekehrt, wenn ein kritischer Server aus irgendeinem Grund down war und bootet wieder, dann hab's ich als Admin gern, wenn der schnell wieder da ist. Einfach, weil diese 3 Minuten oder 10 oder was auch immer, die gehören zu den längsten Minuten im Leben von einem Administrator, wenn das Ding noch immer nicht pinkt und man weiß nicht. Und also so gesehen finde ich das schon nett, wenn das flott geht. Entschuldigung. Ja. Das hat ja früher beim System 5 hat es ja im Endeffekt diesen eine D gegeben, ja. Mit dem man ja versucht. Nächste Folie. Glaube ich. Bitte die Frage. Mit dem man versucht hat, eben solche Events, dass zum Beispiel eine Netzwerkverbindung daherkommt, ja. Eben auch so in so einen Service einzubauen. Implementiert das der schon von sich selbst aus? Ich glaube, dass das mit der nächsten Frage oder mit der nächsten Folie korrespondiert. Socket Activation. XinetD hat gemacht, auf irgendeinem Port höre ich und wenn dort jetzt ein Request kommt, dann starte ich dieses und jenes Binary. Ist das die Frage? Genau, und gibt die Verbindung weiter. Genau. Und jetzt gibt es natürlich das Äquivalent jetzt bei SystemD, das nennt man Socket Activation. Ich definiere einen Socket, auf dem System D für mich zuhört und wo dann dahinter eben etwas wartet oder etwas gestartet wird, sobald dort eine Anfrage kommt. Das erlaubt es mir wieder, schneller zu booten, weil ich ja diesen Dienst, ich muss jetzt zum Beispiel SSHD, nicht starten beim Booten, wenn das als Socket Activated Service gelöst ist. Weil das heißt, wir starten sie erst, wenn wir SSH-Verbindung will. Kann ich mir natürlich leicht leisten auf einem großen heutigen Server, dass SSH-Daemon 24 Stunden mitläuft. Das ist jetzt sicher nicht notwendig, da zu sparen. Aber bei Embedded-Systemen kann das sehr wohl gut sein, ja? Dass so ein Drop-Bear oder wie diese SSH-Implementierungen dann heißen, nicht die ganze Zeit laufen und mir Ressourcen verbrauchen, wenn ich nur alle Monate einmal mich verbinde mit dieser Kiste. Dann macht es sehr wohl Sinn, RAM- und CPU-Cycles zu sparen. Anderes Beispiel ist zum Beispiel ein Druckerdienst und so weiter. Wenn das nur selten genutzt wird, macht das Sinn. Oder, sehr schönes Beispiel finde ich, Backup-Daemons. Ich arbeite viel mit Amanda Backup-Suite. Da gibt es diesen Amanda-Daemon, der muss nicht 24 Stunden laufen, sondern es genügt, wenn der um 22 Uhr, wenn mein Backup-Lauf beginnt, gestartet wird. Bitte. Erinnert sich das auch nach der Verbindung dann auch wieder? Ja. Das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Weil ich glaube, es ist jetzt schon länger her, dass ich die Socket-Activation benutzt habe. Aber ich frage mich, wenn SSH, der hat immer noch aber weitergelaufen. Also der startet sich bei der 11. Ist sicher richtig, dass das konfigurierbar ist. Im Prinzip, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber an und für sich vom Gedanken her sollte es sein, dass der wieder stirbt nach einer Zeit. Ne? Ja, der User-Connect von Socket Activation war nur klein hochfahren. Deswegen kannst ja. Eigentlich der Hauptpunkt ist eigentlich, dass du die Verbindungen verlierst, weil der Socket-Port schon offen ist und damit alle Verbindungen, die auf das SSH kommen, obwohl SSH noch nicht gestartet sind,
werden dann quasi von dem Socket ja schon gekauft und angekommen und die kommen in den Socket Backlog. Genau. Und der SSH kann es dann aufmachen, die Verbindung ist aber quasi nie gedroppt worden. Ja. Es geht so weit, dass man Dienste, also man kann einen Apache starten über Socket Activation und der nimmt schon HTTP-Requests an und das puffert das System D und so weiter. Das ist momentan nicht angeschlossen mehr. Das ist gleich vorne mitgenommen. Passt. Sonst gebe ich nichts her. Gut. Okay. Socket Activation, soweit klar. Geldbeutel ist auch weg. Bitte? Geldbeutel ist auch weg. Ja. Autoschlüssel ist noch da. Ein zweiter Punkt zu diesem Thema oder zu diesem flapsigen Begriff Fallsign ist Automount. Das habe ich vorher schon ungefähr gestreift. Ich kann File-Systeme so definieren oder Mountpoints so definieren, dass sie mit der Option X-System-D Automount also geflaggt sind sozusagen. Und das bedeutet dann, dieses Filesystem, auf das wird nicht zwingend gewartet, ob das da ist oder nicht. Es wird einfach weiter gebootet und das wird erst dann gemountet oder zu mounten versucht, um es korrekt zu sagen, wenn ein Zugriff auf den Mountpoint erfolgt. Das ist für NFS-Mounts praktisch, die vielleicht manchmal nicht erreichbar sind oder so. Man kann da Dinge machen, wo ich sage, dieses Filesystem soll mich nie beim Booten aufhalten, weil es lange einen Filesystem-Check macht oder vielleicht eine Netzwerkverbindung nicht da ist oder so. Ja. Geht das auch für verschlüsselte Filesysteme? Ja. Aber das ist dann nur mehr Level dazu. Es gibt dann eigene etc-crypt-Tab und da gibt es eigene System-D-Optionen, wie das wieder ineinander greift. Im Prinzip geht es, ja. Aber das ist ein bisschen schwierig zum Schachteln beim ersten Mal. Aber das ist bei allem, was man lernt, am Anfang schwierig. Also da geht es eben darum, ich kann Filesysteme definieren, auf die ich nicht warte beim Booten. Und die eben erst automatisch eingehängt werden, wenn ich sie verwende. Ich kann diese Option auch fürs Root-Filesystem setzen, wenn ich lustig bin, aber das wird halt, ja, macht nichts, weil es wird halt gebraucht und dann wird es eingehängt, fertig. Das ist kein Problem. System D sagt, ja, das brauchen wir jetzt und hängen wir es ein. Ne? Also das ist halt dann nicht sonderlich wirksam, aber es schwert nicht. Was würde es in dem Beispiel passieren, wenn der Server noch nicht online ist? Ja, nichts. Ich meine, wenn ich dann darauf zugreife, kriege ich halt das Problem, dass ich sage, nein, ich habe keinen Zugriff jetzt, da gibt es keine Files, wir warten jetzt auf den NFS. Würde er aktiv warten, würde er periodisch betrieben oder würde er einfach sagen, abbrechen, gibt es nichts? So wie wenn ich einen NFS-Mount händisch einhänge und der ist nicht erreichbar. So verhält sich das. Es ist ja nur, dass das Mounten des Filesystems erst dann versucht wird, wenn ich darauf zugreife. Aber das Verhalten von dem NFS-Mount ist wie ein NFS-Mount. Also da wird eigentlich keine sonderliche Logik mehr drauf gepackt. Ja, es gibt dann, man sieht jetzt die Optionen Device Timeout und so, da gibt es dann schon wieder zusätzliche Magie von den System-DDEVs. Wie sie da wieder irgendwas unterstützen. Eine Frage, die ich gestern gehabt habe, da habe ich diesen Vortrag auch halten dürfen. Es ist so, diese FS-Tab, da müssen jetzt alle ganz stark sein, System D nimmt euch auch die FS-Tab weg. Es ist noch nicht offiziell, aber... Nein, stimmt nicht. Fakt ist es wird ja immer geschaut, sozusagen rückwärtskompatibel zu sein zu einem System-V-System mit etc-hosts, mit etc-fs-tab und so weiter. Ich kann eine fs-tab haben und die wird dann von einem sogenannten Generator beim Booten in sogenannte Units, wie wir es schon besprochen haben, konvertiert und mit diesen Units wird dann dieser ganze Graph gerechnet. Ich kann aber auch gleich, wenn ich innovativ bin, diese Zeile in ein .mount-unit-File formulieren und darin formuliere ich jetzt meinen Mount-Punkt. Also ich formuliere gleich das Unit, so wie es sein soll, und habe dann aber auch die Möglichkeiten, laut der System die Mount-Page und der Eigenschaften, die dieses Unit haben kann, diesen Mount-Punkt zu definieren. Und der kann dann mehr, eben diese Timeout-Geschichten und so weiter,
Weil es jetzt, wenn ich es von diesem Generator konvertieren lasse aus dem FS-Tab, ist das klar? Ja, das heißt, ich kann die Benesitz angeben zum Beispiel auf dem Genau, man kann das und man kann dann genau ausdefinieren, schon wie dieser Mountpoint sein soll. Und das kann ich teilweise nicht, wenn ich da hinten diese länglichen Optionen definiere, sondern ich kann es gleich explizit in System.d Parametern angeben. So, ich habe offiziell nur 4 Minuten für circa 20 Folien. Was ist interessanter? Netzwerk, Journal oder Container? Journal. Container. Alles. Alles, machen wir alles. System.d Network Daemon. Erlaubt es mir auf generische Art und Weise Netzwerkverbindungen und auch virtuelle Netzwerkdevices zu definieren. Schönes Beispiel, wenn wir jetzt schnell sein müssen. Ich hatte die Aufgabe, unter einem Gentoo-System für KVM-Virtualisierung aus physischen Netzwerkdevices eine Bridge aufzubauen und darauf wieder eine IP zu setzen und Routing und tralala. Das war mit OpenRC, das ist das Init-Tool bei Gentoo, gar nicht so einfach. Da habe ich mir ein Skript geschrieben und hin und her und das war so länglich. Und dann kam Network.d und das waren dann 3 kleine Files. Und das hat funktioniert. Das Schöne ist, ich kann, einfachstes Beispiel, das definiert mir jetzt für alle Devices, die mit EN anfangen und hinten irgendwas haben, also alle Ethernet-Devices normalerweise, oder von dem Typus, die sollen DHCP einschalten. Fertig. Und wenn ich jetzt den Network-Daemon starte, dann macht er das. Für alle EN-Devices im Gerät. Und noch dazu, und da wird es wieder cool, wenn es eben dynamisch ist und ich stecke jetzt einen WLAN-Adapter an, WLAN ist ein blödes Beispiel. Eine Plug-and-Play-Ethernet-Karte, danke. Dann wird der, wenn das auch ein EN-Device ist, dort auch DHCP einschalten. Oder habe ich da eine Bridge? Nein. Das wäre jetzt explizit, ich definiere jetzt diese und jene IP-Adresse, dieses und jenes Netz für diese eine Karte. Dann ist das hart für diese eine. Habe ich wohl eine Bridge? Nein. Dann muss ich es erzählen. Im Prinzip, das ist EN Stern. Wenn ich jetzt sage, EN Stern sind Member von der Bridge 0 und es kommen EN Devices dazu, dann werden die alle automatisch in diese Bridge mit hineingenommen. Ja. Das ist nett, weil das kann ich in anderen Systemen nicht machen. Cool, oder? Ja. Und nur weil es dann nicht drauf ist, gibt es irgendwann Parameter noch, dass man dann selber ein Skript starten kann, wenn der Zustand eingeht. Weil der hat das letzte Mal gefehlt, da haben wir gefunden, Herr Dosis. Also dann, wenn er den DHCP starten würde wollen, würde ich auch gern rankommen und noch ein paar selber Sachen drüber machen. Jetzt ganz allgemein gesprochen würde ich das so zu lösen versuchen, dass ich sage, wenn das durch ist, dann ist ja das Target erreicht Network oder Network Online und dann definiere ich mir mein eigenes Service, Script 17, und dort definiere ich Requires Network Target. Dann ist gewährleistet, das ist durch und erfolgreich gestartet und dann kommt mein Service. Und das würde bei jeder neuen Netzwerkkarte würde das Network Target wieder aufgerufen? Nein. Weil genau das würde ich über den USB-Adapter dran stecken, jetzt ist mein Gerät insecure und er soll ein Firewall rekonfigurieren, dass er alles. Das klingt für mich noch am UDEF-Event. Ja, aber eben das würde ich gerne auch auf System.de-Ebene abhandeln und dann schauen. Kann ich jetzt nicht beantworten. Wird möglich sein, aber für mich klingt es jetzt eher noch am UDEF. Ja, okay. An der Zelle. Ja. Okay, Logging ist auch cool. Auch ein riesen Diskussionspunkt, weil. Warum nimmt man uns jetzt Syslog weg? Also der Unix-Mensch ist generell sehr festhalten. Es wird Syslog nicht weggenommen, aber es gibt jetzt wieder die Option, dass ich sage, das brauche ich auf jedem System. Warum macht das nicht gleich mein System Daemon? Nichts anderes heißt System.d. Optional. Ich kann nach wie vor meine Logs in Syslog reinschießen, Syslog NG, R, Syslog, was auch immer. Kann ich machen, ich muss es aber nicht, weil es hat das auch Vorteile. Und zwar die Vorteile, es wird, das Binäre ist diskutabel, da haben viele Angst, dass sie dann nicht mehr an die Logs kommen. Ein Riesenvorteil aus meiner Sicht ist das, dass es selbst rotiert, also ich brauche keinen Log-Rotate mehr laufen haben und konfigurieren. Und vor allem
ist es so, dass es selbst rotiert und dabei beachtet, ob mir die Festplatte vollläuft oder nicht. Das heißt, der Detailgrad meines Loggings wird dann nach Regeln, die ich natürlich konfigurieren kann, der Detailgrad wird gesenkt, beziehungsweise es wird früher etwas Altes weggeschmissen, wenn die Platte voll laufen könnte. Also es wird vorgebeugt, dass mir durch Loggings, also Logs, die Platte vollläuft. Finde ich gut. Ich kann die ganze History auf einmal durchsuchen, also nicht wie früher, dass ich jetzt 17 Tarballs habe, Syslog oder Messages.79.gz. Und wenn ich jetzt suche nach diesem einen Spammer vom letzten Dienstag, dann muss ich jetzt in 7 solche Files schauen, bis ich einmal zum Greppen anfangen kann. Ich kann das, ja, aber es ist doch netter, wenn mir das System abnimmt. Und das kann ich zum Beispiel mit so einer Option. Zeig mir alle Logs der Unit Postfix seit diesem Datum. Wupp. Ich brauche nicht 10 Files durchkreppen, gar nichts. Ich kann da hinten natürlich jetzt mit Pipe meine Krepp-Geschichten, meine Pipes ganz normal machen, wie ich lustig bin. Aber ich habe damit sofort die Möglichkeit, nur von dieser Unit alle Events von diesem Zeitraum zum Beispiel anzuschauen. Und dann gibt es da 17 Möglichkeiten, das schon zu filtern. Nur von dieser Process-ID. Und da gibt es noch was Interessantes, was sehr wichtig ist. Diese Underliner. Ich weiß jetzt nicht, ob der Underliner der eine ist und welcher ist. Es geht darum, beim Syslog sind die Informationen nicht voll trustworthy. Also ich kann denen nicht voll trauen, weil sie nicht mehr direkt vom Kernel zum Beispiel kommen, diese Process-Informationen. Systemd greift direkt auf Kernel-Infrastrukturen zu, das heißt, diese Informationen bezieht es direkt bei Laufzeit aus dem Kernel. Also es ist sozusagen integriert und diese Informationen sind bei weitem zuverlässiger als die ich mit Syslog kriege. Und ich kriege sie auch vom viel früher, also vom sogenannten Early Boot. Man unterscheidet zwischen dem frühen Bootvorgang, bevor jetzt wirklich die Dienste losgehen, die großen Dinge wie Apache und so weiter. Und in dem Early Boot, der Syslog, kann erst ab einer gewissen Zeit überhaupt mitloggen. Systemd ist ganz vorne schon mit dabei. Und bringt mir auch mehr dieser ganzen Variablen hier, als Syslog es kann. Was gibt es da noch kurz zu sagen? Es ist auf jeden Fall wert, dass man sich das anschaut. Es ist sehr komfortabel, schnell irgendwas zu suchen. Ich kann eben dann hier mit Units einschränken und sagen, ich will jetzt nur den Postfix sehen. Ich kann aber hier auch zum Beispiel Wildcards verwenden, beziehungsweise auch mehrere Units. Da kann ich jetzt sagen, ich will minus U Postfix und plus noch meinen DAFCode, IMAP-Server oder sonst was. Wenn ich jetzt gerade dabei bin, irgendwas einzugrenzen, dann will ich vielleicht von mehreren Diensten die Logs sehen von dem Zeitraum. Aber vielleicht nicht die ganze Warlog-Messages mit allen Gedöns, was da drinnen ist. Okay, Fragen? Bitte? Sehe ich das richtig, dass die D-Message-Ausgabe jetzt da dabei ist? Ja. Und sehr cool, minus B ist es, glaube ich. Ich kann sagen, ich will nur die Logs sehen seit dem letzten Boot. Das ist ja oft, interessiert mich das ja gar nicht, was in den vorigen Boots passiert ist. In der jetzigen Laufzeit will ich das. Ja. Das ist eine einfache Möglichkeit, das minus B, nur der jetzige Boot. Und dann gibt es aber wieder die Möglichkeit, minus B, minus 1, der vorige Boot, was war da? Und dann kann ich Socken vergleichen. Oder eben Error Levels, ich glaube, das ist das E. Nur die Messages, die mit Error klassifiziert wurden, nur die Meldungen, die mit Warnings klassifiziert wurden. Also sehr mächtig, Dinge schnell mir rauszufiltern und anzugreifen. Okay? Ich habe eine Frage, jetzt von einem Server ein Backup habe, ja, kann ich das dann auch irgendwie durchsuchen, ja, mit Journal-CD? Ja. Gibt es da irgendwie Datei, dann haben wir das, wo das gespeichert ist? Ich glaube, da gibt es eine Option und den Pfad, wo das drinnen liegt. Und das lest er dann. Mhm. Also es ist auch möglich, jetzt mit einer Live-CD so ein System zu booten, genau, und von der Live-CD mit dem Journal Control auf die Logs von dem nicht laufenden System sozusagen zuzuschreiben. Ja. Das ist eine Option. So. Ja, ja. Container ist Stichwort für die nächste Folie. Ich habe kurz zwei Fragen, was von der Produktion her noch.
Zahne kann auch SSL Remote Sys Login mit Reliable Connection Protocol, also dass man sicher sein kann, dass die Message an Forensic Device ankommen ist für die Presse. Ich glaube, das ist bereits drinnen. Okay. Und das andere ist Data, also Retention Policy, wenn Datenschutz gesetzt, dass er zum Beispiel, wenn IP-Daten drin sind, die Firewall-Logs nicht länger wie 3 Tage aufbehalten darf. Ist möglich. Super. Kann ich jetzt in Detail alles, aber ist berücksichtigt. Weil man muss, das haben wir jetzt nicht geschafft. Ich meine, da ist natürlich Red Hat gewaltig dahinter und das System D. Die Hauptentwickler arbeiten alle für Red Hat, das heißt, das wird jetzt nicht nur für den Hobbybereich entwickelt, sondern da gibt es ja wohl den größeren Bogen auch drinnen. Und das eben zum Beispiel auch bei diesen Containern, wobei die Container jetzt alles andere als noch, also die sind noch nicht irgendwie produktiv zu verwenden. Viele Menschen machen es, weil es so bequem ist. Worum geht's? Ich kann mit Systemd Nspawn einen Namespace spawnen. Wenn man das als Deutsch bezeichnet. Was heißt das? Change Root kennen alle? Heißt das ja? Change Root heißt, ich kann in ein Verzeichnis hineinwechseln und dann wird meine Bash, die da drinnen läuft, sieht nur das, was in diesem einen Verzeichnis drinnen ist. Ich kann das sozusagen kapseln. Ein Container für Arme sozusagen. Und das ist der Training, das weg. Bitte? System D nimmt das weg. Das ist jetzt Change Root on Steroids, da gibt es einen eigenen Vortrag von Herrn Böttering, mehrere Stunden lang, natürlich. Das ist daraus entstanden, dass die Typen ja natürlich selbst beim Testen vom System D können die nicht jeden Tag 400 Mal ihre Kiste booten, um irgendwas zu testen. Das heißt, es ist sehr praktisch, wenn ich das in einem leicht und schnell verfügbaren Container meinen Code testen kann. Ja. Und dann hat der Herr Böttering sich gedacht, ne, das haben wir eigentlich alles parat, das schreibe ich schnell und hat das eben gemacht. Und das hat dann so Anklang gefunden bei vielen Usern, dass man das ein bisschen aufgebohrt hat und das kann jetzt schon ein bisschen mehr. Diese zwei Zeilen, diese zwei Befehle zum Beispiel, reichen aus, damit, das ist jetzt ein Fedora-Beispiel, damit ich mal mit dieser ländlichen Zeile ein Abbild eines Root-File-Systems runterlade und in ein Verzeichnis packe, dann wechsle ich da rein, beziehungsweise glaube ich es. Mit diesem Befehl boote ich jetzt dieses Directory mein Container. Und das dauert, keine Ahnung, 0,2 Sekunden und ich habe Fedora 23 in einem Change Root gebootet. Und es sind die ganzen Kernel-Optionen da und alles ist gut. Ende, sagt er. Gibt es noch Fragen? Viele. Viele, ja, gut. Was ist das DNF? DNF ist der Package Manager von Fedora derzeit. Ah, okay. Ich kann die Abkürzung jetzt nicht auflösen, aber... Nein, gut. So wie APT. Ja, ja. Gibt es Remote Logging, also so wie ja. Die ja. Es gibt sogar, das ist schon ziemlich abartig, System D kann, wenn man es will, dieser Journal Daemon, kann über eine HTTP-Socket Logs mir online stellen und ich kann es mit einem Browser oder eben mit irgendeiner HTTP-lesenden Schnittstelle auslesen. Das betreibt man einen Webserver, wo die Logs rauskommen. Man muss nicht alles verstehen, also es geht nicht. Okay, danke für Ihre Aufmerksamkeit.